Kapitel 7 Feinde der Vergangenheit. Necrozma. Ich konnte nicht glauben, dass dieses Monster jetzt vor mir stand. Es klang immer noch genauso unverständlich wie damals. Ich... jetzt meine... Rache! Nun griff es mich an. Ich kämpfte nun also alleine gegen einen Mutanten, der aus einem fehlgeschlagenen Experiment entstanden war. Trotz seiner eigentlich unausgereiften Organe schien er mächtig zu sein als fast alles, was ich bisher gesehen hatte. Hatte meine Mischung wirklich so eine Kampfmaschine erschaffen? Doch als ich die Angriffe genauer ansah, wusste ich, was los war. Das Mistvieh hatte sich der dunklen Macht angeschlossen und nun einen Teil ihrer Kräfte erhalten. Der Kampf war auch entsprechend anspruchsvoll. Ich hatte das große Problem, dass ich mit meinen Angriffen gegen das Monster nichts ausrichten konnte. Anscheinend hatte sich sein Typ Unlicht bei der Verwandlung nicht verändert. Also konnte ich vorher erst nichts tun, außer einem Hagel aus Dunkelheit auszuweichen. Ich merkte, wie entschlossen dieses Vieh war, mich zu töten. Kurz dachte ich darüber nach, ob es vielleicht sogar im Recht sei, aber dann dachte ich mir, es sei nur ein Klon. Also dasselbe Pokémon wie das, was freiwillig bei dem Experiment mitgemacht hatte. Es war also eigentlich die Entscheidung, dieses Wesen selber so zu werden, wie es nun war. Aber anstatt sich zu freuen, besondere Kraft erhalten zu haben und in die Geschichte eingehen zu können, gab es mir die Schuld an sein Problem. Dieses Wesen war einfach undankbar. Und genau deswegen konnte ich jetzt nicht aufgeben. Das Monster war, wie man an seinem Aussehen bereits erkannte, sehr träge und griff nur langsam an. Egal wie viel Macht es hatte. Somit fiel es mir nicht schwer auszuweichen, während ich überlegte, wie ich den Kampf für mich entscheiden könnte. Es wirkte ziemlich hoffnungslos und an eine Flucht war nicht zu denken. Nach fast 30 Minuten kam ich endlich auf eine ebenso simple wie effektive Idee. Ich müsste einfach dasselbe machen, wie mein Sonnenlichtkollektor oder ich mit dem Felsen in der Höhle bereits gemacht hatte. Ich sammelte das Licht, welches von den glühenden roten Wolken ausging, zwischen meinen Händen. Der Mutant hörte auf anzugreifen und nahm etwas Abstand. Er schien nicht ganz zu wissen, was ich da tat, bis ich das gesammelte Licht auf ihn feuerte. Da er ein Unlicht-Pokémon wusste ich, das Licht würde ihm großen Schaden zufügen. Es fing an zu brennen. Es ging zu Boden und schien große Qualen zu erleiden. Nach ein paar Sekunden hörte es auf, sich zu bewegen. Kurz darauf auch zu brennen. Es ist nicht meine Schuld, dass es so weit kommen musste. Vielleicht lernst du für dein nächstes Leben etwas daraus und legst dich nicht mit Pokémon an, die anders als du eine Bedeutung haben. Nach diesen Worten verschwand sein Körper vor mir. Ich wollte schon beinahe gehen, doch auf einmal begann der Boden, dort wo vorher der Körper lag, in lila zu leuchten. Vor mir auf dem Boden lag nun der lila Splitter von Günthers Seele. Ich nahm ihn mit und machte mich auf zum Zentrum des Seelenwaldes. Den Gedanken, meine Freunde zu suchen, hob ich mir für später auf, denn von dort ging ein seltsames Licht aus. Latias. Ich brauchte einen Moment, bis ich den Sinn von Latios Aussage begriff. Die dunkle Macht hatte ihn zurück ins Leben geholt und ihn auf ihre Seite gezogen. Nun ist er hier, um sich an mir zu rächen. Noch während ich dies dachte, streiften mich die nächsten Klingen. Das Schlimmste an meiner Lage war, dass ich nicht das Recht hatte, irgendwie sauer auf ihn zu sein. Im Gegenteil, wenn ich in seiner Haut stecken würde, hätte ich vermutlich nicht anders gehandelt. Deshalb wollte ich ihn auch gar nicht angreifen. Außerdem, trotz allem, was passiert ist, trotz allem, was wir uns gegenseitig angetan haben, er ist und bleibt mein Bruder. Ich konnte ihn nicht bekämpfen. Erst wollte ich versuchen, ihn dasselbe fühlen zu lassen, doch als ich mit ihm reden wollte, steckte mir ein Kloß im Hals. Warum sollte er auf mich hören? Für ihn war ich vermutlich nicht mal mehr eine Schwester. Ich war nur eine Verräterin, die er früher mal kannte. So wich ich die ganze Zeit über seinen Angriffen aus, weiter und weiter. Man sollte glauben, er müsste nach einiger Zeit müde werden, doch er schoss weiter, jede Sekunde Angriffe auf mich los. Er schien fest entschlossen zu sein, entschlossener als ich ihn jemals erlebt hatte. Ich sah ihn verzweifelt kämpfen, für sein Ziel, für seine Rache, auf die er so lange gewartet hatte, dafür endlich wieder frei zu sein. Ich sah langsam gleichzeitig Verzweiflung und Entschlossenheit in seinen Augen. Er wollte es um jeden Preis schaffen, doch er wusste,
ich weiter so vorgehen würde, könnte er das nicht. Ich ging tief in mich und sah nur einen Weg. Nick Schrosma, Floink, Lisa Sam und sicher auch irgendwann Günther und Lettecke. Wenn ihr das, was ich hier niedergeschrieben habe, lest, werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein. Ich gab es auf, auszuweichen und bekam direkt unzählige Klingen und Speere ab. Ich lag sofort am Boden und konnte mich nicht mehr rühren. Ich hörte Latios laut atmen. Habe ich getroffen? Endlich kann ich... Ich wusste, dass dies mein Ende sein würde. Doch ich bereute nichts von dem, was ich freien Willens getan hatte, seit ich diese Region erreicht hatte. Ich konnte noch einmal lächeln. Necrosma, Floink, Günther, ja alle. Danke für alles. Dann griff er an. Ich war mir sicher, es wäre nun alles endlich vorbei und öffnete meine Augen. Ich hörte schnelles Atmen und sah einen Speer direkt vor meinem Gesicht. Ich kann das nicht. Mir tat alles weh, aber ich schaffte es aufzustehen und langsam zu Latios zu schweben. Ich war verwirrt und wusste nicht, weshalb er seine Rache nicht vollzogen hatte. Ich rechnete durchaus mit seinem Angriff, aber ich hätte mich auch nicht dagegen gewehrt. Latios, was ist los? Warum hast du nicht alles beendet, für das du gekämpft hast? Latios, es tut mir leid, ich konnte einfach nicht. Auch wenn ich nicht hier auf dieser Welt war, ich habe alles gesehen, was geschehen ist. Deine Kämpfe, dein Abenteuer, dein Leiden. Ich wollte dir einfach nicht vergeben für das, was du mir angetan hast. Aber ich habe gesehen, wie du gehandelt hast. Du warst in Panik, verzweifelt. Über all die Jahre hast du mir gezeigt, dass du so etwas nie tun könntest. Und dass du trotz allem immer noch meine Schwester bist. Selbst wenn ich es noch wollen würde, ich würde es nicht über mich bringen, dir irgendetwas anzutun. Und gerade eben, in unserem Kampf. Ich wollte überhaupt nur kämpfen, da die dunkle Macht mir nur unter dieser Bedingung ein neues Leben ermöglicht hatte. Und ich weiß, ich hätte dich nie mit meinen Angriffen erwischen können, wenn du es nicht so gewollt hättest. Ich wusste nicht mehr, was ich dazu noch sagen sollte. Latios hat die ganze Zeit während des Erzählens Tränen in den Augen gehabt. Wir sagten beide für eine Weile nichts. Dann durchbrach ich die Stille mit einer Frage. Sind wir jetzt wieder ein Team, Bruder? Er sah zu mir hoch. Und darauf kannst du wetten. Wir wollten gerade aufbrechen, da fiel Latios noch etwas ein. Übrigens, die dunkle Macht hatte mir etwas gegeben, das ich bewachen sollte. Ich glaube, du kannst das gebrauchen. Ich hatte mit vielem gerechnet, doch ich war wirklich mehr als überrascht, als er mir einen Splitter von Günthers Seele überreichte. Den gelben Splitter der Gerechtigkeit. So gingen wir zu zweit in Richtung des Zentrums des Seelenwaldes, denn dort schien sich ein Pokémon aufzuhalten, das Necrosma verdächtig ähnlich sah. Dieser Sam. Hydropis Angriffe hagelten weiter und weiter auf mich ein. Ich wusste nicht, wie dieser Kampf ein gutes Ende finden sollte. Ich vermutete, dass er genau wie ich etwas aus seiner Vergangenheit gesehen haben musste. Nur, dass ihm seine Erlebnisse nicht wie mir etwas Wichtiges für mein Leben gezeigt haben, sondern ihn in einen traumatischen Zustand versetzt hatten. Ich wusste, ich konnte ihn nicht angreifen. Ich wollte ihn nicht verletzen. Er konnte nichts für all dies. Keiner meiner Freunde würde uns andere je verraten. Mir fiel es schwer, ihm auszuweichen, aber das war nicht wirklich schlimm, da seine Attacken gegen mich nicht stark waren. Meine hingegen würden ihn verheerend treffen. Mein einziger Weg, wie wir beide unverletzt aus diesem Kampf kommen würden, war, ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Ich versuchte, ihn mit Worten zu erreichen. Hydropi, ich weiß, du bist noch da drin. Komm zu dir. Es bewegte tatsächlich schon mehr, als ich dachte. Er schien mich zu hören und stoppte die Angriffe, um etwas zu sagen. Nein, du bist schuld. Ich kann dich nicht ziehen lassen. Selbst in diesen Worten spürte ich den Kampf, den er gerade mit sich selber führte. Auf einmal schlug jedoch die Verzweiflung neue Wellen. Er begann wieder anzugreifen. Diesmal waren seine Angriffe jedoch nicht schwach wie zuvor. Sie waren mächtig. Jeder von ihnen traf mit einer gewaltigen Kraft. Leichter ausweichen konnte ich ihn deswegen jedoch nicht. Es zehrte an meinen Kräften zu versuchen auszuweichen. Ich wusste, ich würde das nicht mehr lange durchhalten. Ich musste jetzt zu ihm durchdringen. Hydropi, bitte erinnere dich an all die tollen Zeiten, die wir noch zusammen hatten. Ich hielt wieder an, doch eine Art Macht kämpfte gegen ihn an.
Schien fast, als würde er wieder zur Besinnung kommen. Nein! Sein nächster Angriff traf mich mit so einer immensen Macht, dass ich zu Boden ging. Ich war verwundet, aber noch am Leben. Hydropi kam auf mich zu. Nun war es alles oder nichts. Hydropi, komm zu dir. Denk an das, was uns verbindet. Denk daran, was Flönkitz sagen würde. Hydropi, wir sind eine Familie. Im nächsten Moment wurde alles schwarz. Doch die Dunkelheit verschwand sofort wieder. Hydropi hatte mich nicht attackiert. Eine Art Nebel war aus ihm gekommen, der sich nun gelichtet hatte. Bisasam, bist du in Ordnung? Ich stand wieder auf und klopfte mir den Dreck von den Beinen. Ja, alles okay. Ich bin froh, dass du endlich wieder du bist. Er lächelte mich an. Im nächsten Moment erhellte sich der ganze Raum. Ich sah nichts, doch fühlte, wie sich etwas vor meinen Füßen bildete. Das Licht verglomm und vor mir lag etwas rosa Glänzendes. Vor Hydropi lag ebenfalls so ein Gegenstand, nur leuchtete dieser in dunkelblau. Er fragte mich, was ist das, Bisasam? Ich erkannte diese Gegenstände. Das sind zwei Splitter von Günthers Seele. Die Ehrlichkeit und die Hilfsbereitschaft. Wir steckten sie ein und unsere Aufmerksamkeit wurde gelenkt. Im Zentrum des Seelenwaldes standen vier Pokémon, die zu reden schienen. Also gingen wir dorthin.